Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dieser neuen Tutorial-Reihe. Heute werden wir einen neuen Python-Bot programmieren. Und zwar für Anfänger, die noch keine Ahnung von Python haben, genauso wie für OGs, die schon richtig drin sind in dem Game. Viel Spaß mit dem Video! So, bevor wir mit dem Video eigentlich anfangen können, muss ich euch erstmal ein bisschen zeigen, was wir benötigen und wo ihr Hilfe bekommt, wenn ihr denn jetzt feststeckt. Zum ersten, Hilfe bekommt ihr immer bei uns im Discord. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ich kann euch das einfach mal kurz zeigen. Wenn ihr hier auf unserem Discord seid, dann kommt ihr erstmal in diesen Ausweisschalter. Hier gibt ihr einfach Ausrufezeichen Mensch ein. Und dann könnt ihr freigeschalten werden. Da wird euch gleich ein Bot einschreiben. Wenn das nicht passiert, dann macht ihr einmal Rechtsklick auf den Server, Privatsphäreneinstellung und schaut, dass hier das Häkchen bei Direktnachrichten von Servermitgliedern erlauben an ist. Wenn ihr das getan habt, dann werdet ihr freigeschalten. Kommt ihr hier in Schreibecke rein und kriegt auch direkt schon so einen coolen Block hier, der euch darauf hinweist, wo ihr welche Rollen freischalten könnt. Hier geht ihr jetzt in den Coding-Bereich, der ist hier unten drin, und schaltet euch für Python frei. Das heißt, ihr klickt hier auf die Reaction drauf, dann wird hier unten ein Kanal freigeschalten namens Python und hier kriegt ihr dann die komplette Hilfe zu diesem und den nächsten Videos in der Reihe. So, aber genug Werbung gemacht, wir fangen an mit dem Video. Wir werden heute komplett erstmal Python und PyCharm installieren, sodass wir unseren Bot programmieren können. Und dann werden wir gleich mal eine Applikation bei Discord anlegen und unseren Bot auf einen Server einladen. Wir fangen an, einmal erstmal Python runterzuladen. Beziehungsweise wir reden erstmal drüber, was ist Python überhaupt. Dafür schauen wir uns so einfach mal die Website von ihm an. Und zwar, wenn wir Python einfach nur auf Google eingeben und dann hier auf den ersten Link python.org klicken, dann sehen wir schon, bäm, was ist das denn? Python ist eine Programmiersprache, beziehungsweise anders gesagt, eher eine Interpretersprache. Was das genau ist, müsst ihr jetzt nicht unbedingt verstehen. Es geht einfach darum, wir programmieren oder schreiben Code und Python wird den für uns dann ausführen. Das heißt, wenn wir jetzt einen Discord-Bot schreiben, dann schreiben wir da einfach dem Bot, Bot, mache bitte das und das, sage dem User Hallo, wenn er dir auch Hallo schreibt. Genau, hier sehen wir so ein paar Beispiele mit What is your name? Python, hi Python. Und das wäre einfach diese Zeilen, zwei Zeilen darüber. Und genau so können wir dann mit Hilfe von Python ein Programm erstellen. Jetzt will ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir laden uns das direkt runter. Dafür gehen wir hier auf Downloads, All Releases, beziehungsweise hier rechts müsste dann direkt schon eure Version angezeigt werden. Ich klicke jetzt einfach mal auf All Releases, dann wird sie auch nochmal angezeigt für Windows. Dann können wir das hier direkt als Exe runterladen. Das sollte normalerweise das Richtige schon sein. Wenn es das jetzt noch nicht ist, dann könnt ihr auch entweder hier unten drunter über das Menü oder weiter unten die richtige Version finden. Aber normalerweise sollte er automatisch erkennen, was ihr braucht. Und dann klickt ihr einfach hier drauf und installiert euch das einmal. Können wir das einmal durchführen. Ich habe das Ganze jetzt schon drauf, das heißt, ich würde es jetzt upgraden. Ihr müsst hier natürlich installieren. Graden wir das einfach mal ab auf die neueste Python-Version. In meinem Fall ist es jetzt die 3.9.4. Wenn ihr das Video guckt, kann das schon wieder eine ganz andere sein. Allerdings beachtet, es wird höchstwahrscheinlich jetzt bald die Python 4.0 rauskommen. Und da könnte es sich wieder ein bisschen ändern. Deswegen bleibt erstmal bei einer 3.9 oder so. So, wir haben jetzt ein Problem, dass er da nicht richtig schreiben kann. Es liegt jetzt daran, dass ich meine Rechte ein bisschen umgestellt habe. Das sollte bei euch nicht passieren. Wenn das passiert, kommt bei uns wieder in Discord. Dann helfen wir euch dabei. Ich für meinen Fall werde das jetzt einfach mal ignorieren und mit der Installation weitermachen. Genau, das mag jetzt gar nicht. Das heißt, wir brechen das einfach mal ab, denn wir haben ja eh schon Python installiert. Jetzt baut er das wieder cool zurück. Das heißt, ist jetzt nicht so schlimm, dass es bei mir nicht funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe es schon installiert. Das ist jetzt nur ein Berechtigungsfehler, weil ich da ein bisschen rumgeschraubt habe. Das sollte bei euch nicht vorkommen. Und wenn es doch vorkommt, dann kommt gerne bei uns in Support, helfen wir euch weiter. Aber das würde jetzt den Rahmen des Videos sprengen. So, jetzt haben wir Python erstmal installiert. Um zu checken, ob ihr auch wirklich Python drauf habt,
könnt ihr auch einfach mal hier unten klicken, PowerShell eingeben, dass ihr hier eine Windows PowerShell habt und dann einfach mal Python eingeben. Und dann sollte hier eigentlich direkt was aufpoppen. Es kann sein, dass es nicht direkt mit Python reagiert. Eventuell ist es nur Py oder Py 3, je nachdem. Das müsst ihr euch dann merken, was es für euch ist. Aber der Standardfall sollte Python sein. So, hier kommt jetzt erstmal nicht so einfach raus. Dafür müsst ihr nämlich eingeben Exit und dann zweimal runde Klammern. Aber das soll uns jetzt gar nicht interessieren. Das heißt, ihr könnt auch hier oben rechts einfach auf das X klicken. Es geht einfach nur darum, ist Python installiert? Ja, nein. Wenn nein, dann hätten wir ein kleines Problem. Dann kommt ihr, wie gesagt, in unseren Discord. Ansonsten machen wir direkt weiter mit dem nächsten Schritt. Als nächstes werden wir uns hier erst einmal PyCharm installieren. PyCharm ist eine Entwicklungsumgebung, in der wir Python programmieren können. Denn wie ihr gerade eben gesehen habt, hatten wir da unsere PowerShell offen. Da hätten wir theoretisch schon Python drin programmieren können, aber wirklich schön wäre das nicht und vor allen Dingen programmiert da keiner einen Bot. Es gibt jetzt viele Entwicklungsumgebungen, die ihr nutzen könnt. Beispiel dafür wären eben jetzt PyCharm, VS Code und weitere. Ich speziell werde mich jetzt aber hier auf PyCharm spezialisieren, denn ich finde, PyCharm ist das Beste für Anfänger, da es euch umfassend mit Python unterstützt, weil es eben speziell für Python gemacht wurde. Und dafür geben wir einfach ein PyCharm und gehen direkt auf den ersten Link hier von jetbrains.com. Sehen wir direkt hier PyCharm, die Python IDE für professionelle Entwickler. Das ist natürlich Quatsch, also das geht für jeden Entwickler, egal ob professionell oder nicht. Aber selbst die Professionellen benutzen das teilweise. Genau, da klicken wir einfach mal auf Herunterladen und nehmen dann hier die Community Edition. Die ist einfach kostenlos und Open Source, das heißt, da haben wir überhaupt keine Probleme, wenn wir die benutzen. Die Professional hätte noch ein paar coole Features mehr, allerdings kostet die Geld, außer man kriegt sie in speziellen Bundles. Genauso könnt ihr das eben für macOS und Linux runterladen und jedes Mal bitte die Community Edition für euer Betriebssystem. Das Ganze laden wir jetzt runter. Dauert einmal kurz. So, jetzt ist es runtergeladen und dann können wir auch schon einmal da draufklicken und das Ganze starten. Genau, dann müssen wir hier einmal auf Ja bestätigen und klicken dann hier jetzt Next. Können dann entscheiden, wo wir es installieren wollen. Ich lasse es jetzt einfach mal auf meiner SSD. Hier können wir jetzt ein bisschen was noch hinzufügen, ob wir einen Desktop-Shortcut haben wollen, also ob ein Icon auf dem Desktop hier liegen soll dafür, ob ihr direkt, wenn ihr Rechtsklick macht, hier öffne mit Open Folder as Project für PyCharm haben wollt. Und was hier relativ wichtig ist, das würde ich euch empfehlen, ist Create Associations.py. Das ist einfach, wenn irgendwo eine Datei liegt, die .py als Endung hat, also Python-Dateien, wenn ihr da draufklicken würdet, würde es direkt PyCharm öffnen. Genau. Das hier rechts brauchen wir jetzt für den Anfang nicht. Schadet aber auch nichts, wenn ihr es reinmacht. Allerdings wird das erst wirksam, sobald ihr den PC neu gestartet habt. Das heißt, ich mache es jetzt einfach mal rein, aber PC starten wir jetzt noch nicht neu, deswegen bringt uns das jetzt noch nichts. Klicken wir auf Next und Install. Dann dauert das einmal kurz. Können wir schon die Dateien angucken, die Details angucken, wie es da runterrattert. Und in der Zeit können wir einfach noch mal ein bisschen über PyCharm reden. Also, wie gesagt, das ist eine Entwicklungsumgebung, in der wir jetzt dann gleich Python programmieren werden. Und genau, so lange können wir eigentlich schon mit dem nächsten Step anfangen, während das Ganze installiert. Das dauert nämlich immer ein bisschen. Und zwar gehen wir jetzt auf die Seite von Discord. Allerdings nicht auf die normale Discord-Seite, sondern machen wir hier ein discord.dev, um auf die Developer-Seite zu kommen. Das ist an sich die Seite, wo alles rund um Bots stattfindet. Das heißt, wir haben hier direkt auf der Hauptseite unsere Riesendokumentation über alles, was wir je brauchen werden bei der API direkt. Wenn ihr da Zeit und Lust habt, könnt ihr ja gerne mal reingucken. Das ist super interessant. Hier zum Beispiel bei Resources könnt ihr dann zum Beispiel auf die Guild gehen. Dann seht ihr hier, wie eine Guild überhaupt aufgebaut ist, was es alles für Werte gibt. Und auf die können wir natürlich alle dann auch in Python mit unserem Bot zugreifen.
Genau, aber als allererstes gehen wir jetzt hier oben auf Applications. So. Und wenn wir hier drin sind, seht ihr schon, ich habe hier ganz viele Bots schon programmiert. Erstellt ihr hier oben rechts über New Application eine neue App. Und die könnt ihr jetzt nennen, wie ihr wollt. Das ist erstmal egal, das hat jetzt noch nichts direkt mit dem Bot zu tun. Allerdings würde ich euch empfehlen, die jetzt schon direkt nach eurem Bot zu benennen, damit ihr einfach mal ungefähr wisst, wo, wie, was ihr da genau erstellt habt. Das heißt, wir nennen ihn jetzt einfach mal YouTubeBot. Genau, dann könnt ihr euer Team auswählen, wenn ihr ein Team erstellt, um mit mehreren Leuten an diesem Bot zu arbeiten. Theoretisch reicht es aber, den ganzen in Personal zu lassen. Jetzt kommt ihr hier drauf und habt eben euren Bot erstellt. Könnt ihr mit dem Icon wählen, eben ein neues Logo für den Bot hochladen. Kann ich mal gucken, kann ich mal einfach eins nehmen. Ich darf mal hier das Discord-Logo. Genau. Wo sind wir jetzt gerade? Was haben wir hier? Wir haben jetzt eine Applikation für Discord erstellt. Eine Applikation ist einfach nur ein gewisses Etwas, was ihr erstellt habt, was auf eurem Namen läuft, mit dem ihr mit dieser ID und Keys und sowas euch Zugriff verschaffen könnt zur API von Discord. Also zu den Schnittstellen, die Discord euch bereitstellt, könnt ihr, auf die könnt ihr damit dann zugreifen, um zum Beispiel einen Bot zu erstellen, ein Discord in euer Spiel zu integrieren und, und. Oder zum Beispiel auch, um euch auf eurer Website mit Discord einzuloggen. Das wäre hier zum Beispiel diese OAuth 2. Was uns jetzt interessiert, ist aber die Bot-Sektion. Das heißt, wir gehen jetzt auf Bot und klicken hier rechts auf Add Bot. Hier müsst ihr aufpassen, wie hier auch schon steht, sobald ihr diese Applikation zu einem Bot macht, ist es ein Bot und kann nicht mehr zum Beispiel zu einem Spiel gemacht werden. Das heißt, es ist dann zwingend ein Bot. Das wollen wir allerdings, deswegen machen wir das jetzt an und haben jetzt unseren Bot erstellt. Jetzt sehen wir schon hier Token, Click to Reveal Token. Da ist jetzt unser geheimer Token drin, den dürfen wir niemals irgendjemand anderem weitergeben. Mit diesem Token kann man sich als euer Bot einloggen, beziehungsweise euer Bot loggt sich über diesen Token ein und kann damit alles machen, worauf ihm Zugriff gegeben wurde. Das heißt zum Beispiel, wenn andere Leute euren Bot einladen und die dem Admin geben, dann könntet ihr über diesen Token, wenn er zum Beispiel in falsche Hände gerät, den Server der anderen komplett zerstören. Und das will natürlich keiner, deswegen behaltet diesen Token ganz, ganz sicher irgendwo aufbewahrt für euch, dass den niemals irgendjemand rauskriegt, um damit Scheiße zu bauen. Weil das ist zum einen Kacke für alle, die da irgendwie ihre Server dann verlieren, nur weil sie euren Bot eingeladen haben. Und zum zweiten schadet das unmenschlich eurem Ruf. Was glaubt ihr denn, wenn da Leute kommen und sagen, euer Bot hat ihren Discord zerstört? Egal, ob ihr es wart oder nicht, es war euer Bot und euer Bot gehört euch. Wenn ihr da bei Discord für reported werdet, wird nicht nur euer Bot gesperrt, sondern auch euer Account. Und wenn ihr jetzt noch da Nitro drauf habt, dann ist es richtig kacke. Deswegen passt bitte darauf auf, dass euer Token niemals irgendwo rankommt. Bei uns auf Melion haben wir auch direkt einen Schutz dafür. Wenn ihr im Support-Discord irgendwo euren Token aus Versehen reinschickt, wird er sofort gelöscht, dass das ja keiner sieht. Deswegen nicht wundern, wenn eure Nachrichten gelöscht werden. Dann habt ihr wahrscheinlich euren Token da noch drin. Macht den lieber raus. Genau, jetzt gehen wir einmal hier kurz durch, was macht, beziehungsweise die wichtigsten Sachen. Und zwar haben wir hier oben Public Bot, die erste Einstellung. Die ist derzeit an, die machen wir jetzt erstmal aus. Mit dieser Einstellung sagen wir quasi, ob andere Leute den Bot einladen können. Wenn es aus ist, können nur ihr oder euer Team diesen Bot einladen. Wenn das an wäre, könnte jeder User euren Bot einladen. Und das Blöde daran ist, dazu müsst ihr nicht mal einen Link gegeben haben, den wir später erstellen werden, sondern die Leute können einfach, wenn sie wissen, wie eure ID des Bots kopieren, übrigens hier nochmal steht, und darüber den Bot einladen, egal ob ihr ihm einen Link gegeben habt oder nicht. Deswegen lasst es für den Anfang aus, solange ihr dran entwickelt. Und erst wenn ihr sagt, das ist ein öffentlicher Bot, den dürfen andere einladen, dann macht das an. So. Wir haben hier dann Privileged Gateway Intents. Also das zweite hier, das mit Require OAuth, das können wir erstmal auslassen. Das hat jetzt erstmal nichts mit dem Bot zu tun. Aber hier die Gateway Intents, die sind
neu, die gab es in den alten Tutorials noch nicht, deswegen werde ich da auch nochmal genauer drauf eingehen und euch nach und nach auch alle erklären. Hier gibt es jetzt erstmal zwei, die wichtig sind. Vor allen Dingen sind sie wichtig in Bezug auf euren Bot, wenn ihr wollt, dass der auf andere Server kommt. Und zwar haben wir da zum einen mal den Presence Intent und dann den Server Members Intent. Presence Intent, wie der Name schon sagt, kümmert sich um die Präsenz. Das heißt, natürlich noch Discord hier rüberziehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf unseren Moderator Crown klicke, steht da, spielt ein Spiel Programming Simulator. Das ist eine Präsenz. Hier bei Novel eine Custom Präsenz, wo er selber was reingeschrieben hat. Das sind alles Präsenzen. Bei mir zum Beispiel hier das Million Cloud. Diese Präsenzen könnt ihr nur lesen, oder kann euer Bot nur lesen, wenn das hier an ist. Genau. Zusätzlich haben wir hier noch die Server Members Intent. Und das ist sogar vielleicht noch interessanter, denn wir haben ja hier an der Seite die Serverlist oder die Memberliste. Wer alles drauf ist, beziehungsweise jede Nachricht hat ja auch ein Mitglied. Bei einer Nachricht können wir jederzeit auf das Mitglied drauf zugreifen. Allerdings, wenn wir irgendwann mal rückwirkend ein Mitglied ermitteln wollen, zum Beispiel wollen wir alle Mitglieder durchgehen und wollen anzeigen, wie viele auf dem Server sind, wie wir hier oben gemacht haben, dann braucht ihr hier definitiv diesen Server-Members-Intent, denn sonst könnt ihr darauf nicht zugreifen. Sonst sagt euch Discord, nö, ihr habt keine Leute auf eurem Discord-Server. Deswegen machen wir auch den an. So, was ist jetzt der Nachteil an diesen Intents? Wenn euer Bot öffentlich ist und über 100 Server euren Bot eingeladen haben, dann müsst ihr euch verifizieren. Zum Verifizieren, wenn mich nicht alles täuscht und sie es nicht geändert haben, müsst ihr euren Ausweis hinschicken und auf diesem Ausweis müsst ihr meines Wissens nach mindestens 18 Jahre alt sein. Und ihr müsst belegen, dass das euer Ausweis auch wirklich ist. Das, ich weiß jetzt nicht, ob es klappt, wenn ihr da den Ausweis eurer Eltern hinschickt, aber im Endeffekt müsst ihr ein Foto von eurem Ausweis hinschicken und zusätzlich zu jedem Intent hier schreiben, warum ihr das wirklich braucht. Also wenn da steht die Presence Intent, dann müsst ihr da auch hinschreiben, warum ihr genau diese Permission oder genau diesen Intent benötigt, warum ihr darauf zugreifen wollt und was es wichtig macht, dass euer Bot das darf. Sonst sagt euch einfach Discord nö und kein weiterer Server kann diesen Bot mehr einladen. Und das wäre ziemlich kacke. Genau, deswegen machen wir die beiden jetzt einfach mal an. Wenn ihr sie nicht braucht, lasst ihr sie am besten einfach aus und dann habt ihr gar kein Problem damit. Jo, das war auch schon die Sache mit dem Discord-Bot. Wir gehen jetzt wieder weiter zu PyCharm. PyCharm hat nämlich inzwischen die Installation fertig gemacht. Und wir sagen hier jetzt, wir wollen später neu starten und nicht jetzt. Das heißt, wir klicken hier auf Fertig und haben jetzt erstmal nichts. Starten jetzt einmal PyCharm. Sollte da gleich ein neues Fenster aufpoppen. Und dann werden wir erstmal ein bisschen was genau hier an den Kopf geschmissen bekommen. Das ist einfach die Terms und das User Agreement. Ich habe mir das jetzt schon 1000 Mal durchgelesen. Wenn euch es interessiert, dann lest ihr es einfach einmal durch. Da steht nur drum, was wer machen darf und was nicht. Die haben ein neues Logo, das sieht schön aus. Genau. Hier können wir jetzt direkt ein neues Projekt erstellen oder wir können erstmal unser ganzes Design anpassen. Standardmäßig haben wir hier ein paar Themen zur Verfügung und die Schriftgröße, genauso wie die Keymap, also welche Hotkeys ihr habt. Und ihr könnt hier jetzt Plugins installieren. Und da kann ich euch einfach mal ein paar empfehlen, die ganz cool sind, die mir immer geholfen haben. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Und zwar haben wir hier direkt unten Material Theme UI. Finde ich sehr, sehr schön. Die tun wir gleich mal rein. Müssen wir gleich neu starten. Und die 9 Progress Bar mache ich immer aus Spaß rein. Und jetzt müssen wir einmal suchen. Atom Material Icons. Genau. Jetzt müssen wir einmal neu starten. Kriegen hier jetzt so ein schönes Fenster. Können dann jetzt hier unsere Themes setzen. Oh, was ist das denn? Komisch angezeigt.
Und zwar nehme ich da immer das Material Darker. Bist du? Top Dark. Hat es falsch installiert? Hier oben drüber sind noch ein paar. Interessant. Ist nicht mehr so da, wie es mal da war. Dann nehmen wir hier mal GitHub Dark. Das sieht auch ganz schön aus. Können einfach weitermachen. Das alles mal skippen. Ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, warum das so blöd hier gerade drin ist. Jetzt ist es besser. Wir können es dann finishen. So, jetzt haben wir hier unser Theme installiert und können ein neues Projekt erstellen. Können wir hier oben erstmal unser Projektnamen eingeben. Wir nennen ihn jetzt einfach mal YouTube-Bot. Hier drunter können wir jetzt anlegen, welches Virtual Env wir benutzen oder welches an sich Python-Environment. Und was es im Endeffekt macht, ist, wir können oder wir müssen quasi, wenn wir jetzt zum Beispiel mit Discord arbeiten, müssen wir spezielle Libraries runterladen. In diesem Venv könnten wir unsere eigene festgelegte Python-Version rein installieren oder benutzen und da zusätzlich dann eben diese ganzen runtergeladenen Packages installieren, sodass unsere Haupt-Python-Installation davon nicht beeinträchtigt wird. Das könnt ihr natürlich machen. Ich allerdings bleibe lieber bei einem Standard-Interpreter. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir den genau? Und zwar hier einen System-Interpreter. Dann haben wir hier den System-Interpreter drin und keinen Virtual-Env. Beziehungsweise wir können, glaube ich, sogar hier... Ne, kann man nicht machen. Wir können da nicht das System-Env auswählen. Genau, ist im Endeffekt eure Entscheidung, wie ihr das machen wollt. Ob ihr jetzt einen Virtual-Env benutzt oder ein Global-Env. Aber im Endeffekt ist es dasselbe. Hier das MainPy können wir einfach mal drin lassen. Dann sehen wir mal gleich ein bisschen beispielhaft, wie das so alles abläuft. Jetzt klicken wir auf Create und dann startet sich da schon unser PyCharm. Dann können wir das gleich mal ein bisschen größer machen. Die Tipps brauchen wir jetzt nicht mehr. Hier unten rechts sehen wir direkt Indexing Python SDK. Das heißt, dass PyCharm jetzt gerade unsere Python-Installation durchcheckt, was es da alles für Klassen, Methoden und so weiter gibt. Was das alles ist, müsst ihr jetzt noch gar nicht wissen. Da kommen wir später drauf zu. So, wir sind jetzt hier in unserer neuen Main-Python-Datei und ich würde sagen, wir können die einfach mal ausführen und gucken, was hier genau passiert. Jetzt machen wir erstmal den Breakpoint weg. Und hier links an der Seite sehen wir schon, da ist ein Play-Zeichen. Das heißt, hier können wir irgendwo unser Skript starten. Hauen einfach mal auf Run und gucken mal, was draus kommt. Wir sehen hier, ja, er macht hier Print Hi und dann PyCharm und hier unten kommt dann raus Hi PyCharm. Das ist genau diese Zeile, die hier drin steht. Im Endeffekt, was hier passiert, printHi ist eine def-Function, beziehungsweise eine Methode. Und die wird hier oben erstellt. Die nimmt ein Argument an, nämlich das Argument Name. Und da übergeben wir ja PyCharm. Das heißt, wir sagen, hi, wir heißen PyCharm. PyCharm ist unser Name. Ab sofort wird Python erkennen, okay, Name, da steht jetzt gerade PyCharm drin, weil das haben wir ja so gesetzt. Und in der Zeile drunter machen wir mit Print eine Konsolenausgabe und sagen Hi und dann in den geschweiften Klammern Name, da können wir dann eine Variable eben reinschreiben und geben dann Name aus. So, das ist im Grunde Python. Das werden wir jetzt einfach einmal kurz löschen. Und jetzt wollen wir unseren ersten kleinen Discord-Bot machen. Und dafür werden wir jetzt erst einmal Discord-Py brauchen. Damit wir besser verstehen, was Discord-Py ist, gehen wir einfach mal auf die Seite von den Discord-Py-Devs. Und das ist discordpy.readthedocs.io. Link ist auch unten in der Beschreibung. Und da kommen wir jetzt auf die Seite von discord.py. Das ist einfach eine Library,
die mit Python einen API-Wrapper zur Verfügung stellt. Das heißt, damit können wir dann auf die Discord-API zugreifen und unseren Bot entwickeln. Genau, wir wollen einen Bot erstellen. Wir können hier einfach das Getting Started auch nochmal durchgehen, wenn ihr wollt. Das Working with Discord habe ich euch schon gezeigt, das Creating a Bot Account und Gateway Intents. Ich glaube, hier sind allerdings dann nochmal genauer alle Intents geklärt. Genau, da steht dann nochmal so, welche Intents für was benötigt werden. Aber das muss uns jetzt erstmal nicht interessieren. Was uns interessiert, ist die Introduction. Denn hier sehen wir dann, wie wir Python installieren und benutzen. Wichtig zu wissen ist hier, dass wenn wir auf einem Debian-based System sind, also Linux, Debian, Ubuntu, dann müssen wir hier noch ein paar Libraries dazu installieren, damit das Ganze läuft. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Wir wollen jetzt hier einfach Discord Pi installieren und wir machen es jetzt aber mal nicht über den üblichen Weg, der uns hier angezeigt wird, sondern wir machen es jetzt direkt in PyCharm, denn PyCharm unterstützt uns da ein bisschen. Da machen wir jetzt einfach mal Import Discord. Genau. Bei mir klappt das jetzt nicht, weil ich das Discord im Endeffekt schon mal runtergeladen habe. Aber normalerweise, wenn ihr hier drüber hovert, kommt dann dieses Zeichen und hier könnt ihr dann Install Discord machen. Ich habe das jetzt in meiner Python-Installation schon drin, war also doch vielleicht nicht so gut, dass ich jetzt einen Global-Interpreter genommen habe und kein Venft, dann hätte ich es euch zeigen können. Aber im Prinzip, wenn irgendwas mit Discord spinnt, dann klickt ihr hier oben drauf und installiert das Ganze. Jetzt wollen wir unseren Bot kreieren und dafür machen wir einfach Bot ist gleich Discord.bot. Jetzt bin ich doof, habe ich glaube ich was falsch gerade gemacht. Muss ich selber noch einmal nachgucken, was es war. Dazu gehen wir in den Quickstart. Genau, es war der Client und nicht der Bot. Der Bot ist bei Commands. Das heißt, wir machen hier nicht Bot, sondern Client. Sorry. Und in diese Anführungszeichen, Entschuldigung, in diese runden Klammern hinter dem Client, also wir schreiben Discord.client, Client groß, und runde Klammern dahinter. Und hier drin werden wir jetzt die Intents festlegen. Das heißt, wir machen Intents ist gleich. Und das ist dann, da wir jetzt vorhin alle aktiviert haben und auch erstmal alle haben wollen, damit es leicht zu arbeiten ist, Discord. Intents.all. So, somit haben wir alle Intents aktiviert und können auf alles zugreifen, was unser Bot so kann. Genau, jetzt werden wir noch einmal schnell den Bot starten. Dafür machen wir bot.run. Das müsst ihr am ehesten ganz unten von eurer Datei machen. Also wenn ihr irgendwas codet, dann müsst ihr es jetzt hier drinnen coden, weil sonst kennt er das teilweise nicht zu der Laufzeit. So, und hier in diesen Anführungszeichen müssen wir jetzt unseren Token reinkopieren, den wir hier oben in der Developer-Launch erstellt haben. Das heißt, wir klicken hier jetzt einfach mal auf Copy, geben ihn hier ein. Braucht ihr gar nicht abtippen bei mir, sondern das müsst ihr mit eurem machen. Ich werde den nach dem Video natürlich zurücksetzen, sodass ihr damit keinen Scheiß machen könnt. Wie ich euch ja vorhin schon gesagt habe, niemals den Code weitergeben. Falls es eben doch passieren sollte, klickt ihr einfach hier auf Regenerate und dann passiert da nichts mehr. So, und jetzt können wir das Ganze starten. Und das machen wir einfach, indem wir jetzt einmal hier hier links auf die MainPy rechtsklick machen, Run Main. Da wird jetzt erstmal gar nichts passieren, weil was soll auch passieren? Wir haben ja noch nichts reinprogrammiert. Aber im Endeffekt, dadurch, dass auch nichts passiert, also er nicht abschmiert und irgendwie kommt Exit Code 1, wissen wir, es läuft auch was. Und da können wir jetzt einfach auf der Seite auch gucken, was wir zum Beispiel machen könnten. Wir könnten nämlich zum Beispiel jetzt hier einfach mal ein On-Ready-Event einbauen. Ein Event ist immer etwas, was ausgeführt wird, wenn ein gewisses Ereignis eintritt.
Und das machen wir jetzt, indem wir hier schreiben async dev on-ready. Und das Ganze müssen wir, jetzt machen wir einmal kurz hier Pass rein, damit er sich nicht beschwert. Das Ganze müssen wir noch registrieren, damit unser Bot auch weiß, dass das auch wirklich ein Event ist. Und das machen wir mit @bot.event. Ja, macht er jetzt. Können wir mal kurz gucken, haben wir was vergessen? Nee, dadurch, dass wir da nichts reinschreiben, können wir die Klammern weglassen. Und dieses Event wird jetzt einfach ausgeführt, wenn der Bot ready ist. Und genau dazu werden wir jetzt einfach mal ein kleines Print ausgeben, damit wir in der Konsole ausgegeben haben, was als was der Bot eingeloggt ist. Und dafür machen wir Print. Anführungszeichen und vor diesen Anführungszeichen ein F für einen F-String, also Formatted String. Damit können wir dann auch Variablen direkt hier in diesen String angeben. In anderen Sprachen nennt man es auch Template Strings. Und hier werden wir jetzt unseren Bot quasi begrüßen oder andersrum, unser Bot wird uns begrüßen, wenn er denn geladen ist. Und da machen wir jetzt einfach zum Beispiel können wir den die ID ausgeben oder so. Bot, ID, ja, Wegwerbung. Und jetzt hier in geschweiften Klammern bot. Jetzt muss ich kurz überlegen. Bot.user.id. Dann hätten wir die Bot-ID. Und können wir hier hinten dran auch nochmal sagen Name. Und das wäre bot.user.name. Jetzt können wir das Ganze nochmal starten. Das können wir jetzt, dadurch, dass wir es erstmal hier gestartet haben, auch direkt hier oben rechts oder hier unten links starten. Jetzt dauert das kurz. Und dann sagt er uns hier Bot-ID. Bot-ID und Name YouTube-Bot. Und das ist ja genau so, wie wir den Bot hier oben genannt haben. Dementsprechend wissen wir auch, wir haben alles richtig gemacht. Der Bot ist da. So, jetzt wollen wir unseren Bot auf unseren Discord-Server einladen. Dafür machen wir jetzt erstmal einfach mal einen neuen Discord-Server zum Testen. Machen wir einmal selbst erstellen für mich. Das ist der YouTube-Bot. Bam. Jetzt sind wir hier drauf, haben unsere Rechte. Und jetzt wollen wir unseren Bot hier einladen auf diesen Discord. Und dafür gehen wir erstmal auf unsere Dev-Seite, auf die General Informations und kopieren uns hier unsere Application-ID. Beziehungsweise ist es auch die Bot-ID, die wir hier unten drin haben. Könnt ihr euch einfach kopieren. Und dann geht ihr auf die Website melion.cloud/gen. G-E-N. Das Ganze ist auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Und das ist im Endeffekt ein kleiner Invite Generator. Damit könnt ihr einfach hier euren ID eingeben und dann auf Bot einladen klicken. Und dann wird euch automatisch so ein Link erstellt. Jetzt mit allen Permissions. Da könnt ihr selber auswählen, welche Permissions ihr haben soll. Wenn ihr selber Permissions einstellen wollt, könnt ihr das hier unten machen, was ihr alles haben soll. Zum Beispiel nur Administrator oder Manage Channels. Na, jetzt einfach mal Administrator. Klickt mir hier auf Copy. Und dann macht ihr hier oben einfach, wo Permissions ist, gleich steht, die Zahl rein, die euch da ausgegeben wurde. Zum Beispiel jetzt nur Administrator. Und dementsprechend hätte der Bot jetzt dann nur Administrator, wenn wir ihn einladen. Klicken wir hier auf Wähle einen Server. Da klicken wir jetzt hier auf YouTube Python Bot weiter. Sehen jetzt auch hier, okay, nur Administrator. Geben wir ihm jetzt mal. Im Grunde solltet ihr niemals einem Bot Administrator geben. Das ist jetzt nur als Beispiel. Ihr solltet natürlich dem Bot nur die Rechte geben, die ihr auch wirklich benötigt. Wir machen es einfach mal hier nur als Beispiel, hier kann ja nichts kaputt gehen. Genau, jetzt sehen wir schon, der Bot ist hier auf unserem Server und er ist online. Und es wurde auch direkt eine Rolle für ihn erstellt, weil wir ihm ja Permissions gegeben haben. Und in dieser Rolle hat er Administrator. Da könnten wir sie jetzt auch nochmal einstellen, was er genau haben soll, welche Farbe er haben soll und so weiter. Damit der Bot auch schon eine schöne Farbe hat. Jo, ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal schon mit dem ersten Tutorial. Das war jetzt schon viel, viel, viel zu lange eigentlich, aber ich glaube, wir haben jetzt erstmal die grundlegenden Dinge erklärt und gezeigt, wie wir einen Bot erstellen können,
was wir damit machen können. Und in der nächsten Folge gehen wir dran, die einzelnen Events durchzugehen, wie die Intents genau nochmal funktionieren und werden dann weiter in die Entwicklung unseres eigenen coolen Bots gehen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Geduld und viel, viel Spaß beim Nachprogrammieren. Und ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr Hilfe braucht, kommt auf unseren Discord. Kein Problem, wir helfen euch gerne. Wir haben extra eigene Coding-Supporter, nur für diese Videos, die euch da unterstützen. Und dementsprechend würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Nachprogrammieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!